Willkommen bei Alexander von Eich hilft. Zum Auftakt seiner Mission, Familie Erdmann in ein menschenwürdigeres Leben zurückzuführen, hat sich von Eich etwas ganz Besonderes ausgedacht. Ein Besuch in der Kletterhalle. Hallo, ich grüße Sie. Hallo. Mein Name ist Alexander von Eich. Ich bin der Carsten. Carsten, hallo. Sie sind ein Klettermann. Ja. Sie klettern. Genau. Wir möchten heute der Familie Erdmann, die darf ich Ihnen vorstellen, das Klettern, den Klettersport näher bringen. Es ist auch eine symbolische Aktion. Das ist die Gosse. So, wenn das die Gosse ist, nicht, haben wir die Möglichkeit, zumindest die Gosse zu verlassen, indem wir hier klettern. Das ist Frisbee-Werfen im Park. Urlaub ist nicht möglich. Weg vom Alkohol wäre diese Stufe. Und das hier ganz oben ist ein Job bei Lidl an der Kasse. Höher geht es nicht. Dort oben ist eine Betondecke. Unsere Aufgabe ist es, unsere Hoffnung, unsere Chance, bis zum Job bei Lidl an der Kasse zu gelangen. Damit wir raus sind aus der Gosse. Und das wollen wir heute schaffen. Carsten, bitteschön. Gut, hallo, ich bin also der Carsten. Wir begrüßen Carsten. Hallo, Carsten. Gut, zunächst möchte ich einmal unsere Kletterhalle vorstellen. Ne? Das ist also Boulder Walks. Doch bevor sich Familie Erdmann an der Kletterwand versuchen darf, wird ihr Trainer Carsten erst einige Sicherheitsübungen mit ihnen absolvieren. Wir feuern sie an. Bärbel, 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 Bärbel. Das ist das gewohnte Territorium. In der Gosse kann sie das, nicht? Sie können ruhig hart ins Gericht gehen, nicht? Wenn so eine Rolle so aussieht wie das, was Udo gerade getan hat, können sie auch laut werden. Und lächeln. Genau. Lächeln, Bärbel. Genau. Oh nee, nicht Gott, das ist ein fürchterliches Bild. Bleib mal kurz liegen, Udo. Bleib noch mal ganz kurz. Gut. Gut. Steh auf, Udo, bitte. Und nun ist es endlich soweit. Familie Erdmann kann ihrem Mentor und Helfer Alexander von Eich zeigen, was in ihnen steckt. Es klettern zusammen Bärbel und Udo, sowie Marina und Enrico. Man kann sich helfen, man kann gucken, wo man den Fuß hängt. Das fördert das Gemeinschaftsgefühl. Genau. Ne? Das kennen wir aus Notsituationen, wenn wir pleite sind, wenn wir kein Geld mehr haben, keine Perspektive, dann sind wir auf die Familie angewiesen. Und auch das ist ja bei euch in letzter Zeit problematisch. Die Ehe bröckelt, es gibt hier Schwierigkeiten in der ehelichen Konstruktion. Es findet schon lange keine Zärtlichkeit mehr statt zwischen Bärbel und Udo, sodass ich glaube, dass das gemeinsame Klettern den Zusammenhalt fördert. Es ist nicht einfach. Bärbel, das ist eventuell die Zärtlichkeit mit Udo, die du hier wieder erreichst. Raus aus dem Moloch. Dann machen wir vielleicht versuchen, den mit dem Fuß zu erreichen. Und wir steigen empor. Das ist Kindergeld. Toll. Jetzt den rechten Fuß darauf. Genau. Das ist Frisbee-Spielen im Park. Leise dabei. Nicht diese prolligen Ausrufe. Und jetzt. Jetzt den und wir lösen uns von der Gosse. Jetzt wieder runterklettern, ne? Erstmal wieder runter in die Gosse. Du warst ganz kurz, hast geschnuppert, wie es bei Lidl riecht an der Kasse. Jetzt wieder runter in die heimischen Gefilde des Prekariats. Udo, sag deiner Frau doch mal ein paar Tipps. Halt sie doch mal fest. So, wieder runter, genau. Hilf ihr doch mal. Warte, ich stütze dich. Ja. Warte. Schau, innerhalb der Unterschicht ist Udo schon so weit aufgestiegen, wie es in seinem Leben überhaupt nur noch möglich ist. Weiter nach oben geht es für Udo nicht, da ist eine große Betondecke. Bleib oben, Udo, bleib noch mal oben. Und jetzt rufst du dreimal, dass du den Start nicht länger auf der Tasche liegen willst. Dreimal. Ich will den Start nicht länger auf der Tasche liegen. Ich will den Start nicht länger auf der dem Tasche liegen. Dem Start, nicht den, dem. Ich will dem Start nicht länger auf der Tasche liegen. Ich will dem Staat nicht länger auf der Tasche liegen. Ich will Carsten nicht länger auf der Tasche liegen. Ich will Carsten nicht mehr lange auf der Tasche liegen. Ich denn auch, du zahlst ja Steuern und finanzierst diese Familie mit, Carsten. Und zurück zum Bier, zurück in die Gosse und zurück dahin, wo man alles in den Arsch geblasen kriegt. Kavak, Kavak. Ich höre nichts. Kavak?
Kawak. Udo. Kawak, Kawak. Wie die Wildgänse, weiter. Kawak, Kawak. Udo, ich höre Kawak, gar nichts. Was wir jetzt nach so einem Clip wirklich gar nicht wollen, sind so Kommentare. Das ist wirklich hier Stammtisch 2.0. Das braucht kein Mensch. Wenn ihr irgendwas scheiße fandet, geht runter in die Kneipe und kotzt die Süchtigen voll da unten. Aber lasst das Internet mal in Ruhe mit dem ewigen Gehate. Wenn euch das gefallen hat, dann könnt ihr das hier unten gerne aufschreiben. Ihr könnt auch hier draufklicken, sofort ohne Kommentar, im nächsten Clip. Hab ich mir ausgedacht, dass man das jetzt so gleich im Player anklickt. Oder hier könnt ihr was ganz anderes gucken und hier könnt ihr abonnieren. Und da ist die Tür, wenn ihr mal frische Luft braucht. Ah. Dann mal los.